Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 14.15 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kapitän Jonathan kehrt nach seinem Einsatz für die A-Nationalmannschaft zur U21 zurück. Urheberrecht Getty Images. Der U21 fehlt nur noch ein Sieg zur EM-Qualifikation. Gegen Norwegen kann Trainer Stefan Kuntz wieder auf Jonathan Thah und Levin Öztunali zurückgreifen. Mit den Rückkehrern Jonathan Thah und Levin Öztunali sowie den Debütanten Maximilian Mittelstädt und Abdelhamid Sabiri will die deutsche U21-Nationalmannschaft den letzten Schritt zur EM-Endrunde 2019 in Italien und San Marino gehen, serviced die Tabelle. Trainer Stefan Kuntz nominierte für die Heimspiele gegen Norwegen in Ingolstadt, Freitag 12. Oktober ab 20 Uhr im Live-Ticker, und 4 Tage später gegen Irland in Heidenheim 23 Spieler. Dem Titelverteidiger fehlt nur noch ein Sieg zur Qualifikation für das Turnier im kommenden Jahr, 16-30. Juni, wir gehen unsere Aufgaben hochkonzentriert an und wollen schon bei der ersten Partie in Ingolstadt die EM-Qualifikation perfekt machen, sagte Kuntz und fügte an. Leider mussten Aaron Seidel, Pascal Stenzel und Jordan Toronareia verletzungsbedingt absagen. Dafür sind in Kapitän Jonathan Thah und Levin Öztunali zwei sehr erfahrene Spieler wieder mit an Bord. Der Leverkusener Thah stand zuletzt im Kader der Nationalmannschaft, der Mainzer Öztunali fehlte verletzt. Die Neulinge Mittelstädt, Hertha BSC und Sabiri, Huddersfield Town sollen sich laut Kuntz schnellstmöglich integrieren. Das DFB-Team trifft sich zur Vorbereitung am Montag in Bad Gögging, von Sportinformationsdienst.